Story of Seasons. Oh mein Gott. Leute, Leute, es ist soweit. Ich habe Story of Seasons. Ich freue mich schon so, so sehr. Es ist endlich soweit. Story of Seasons kommt dieses Jahr, Ende dieses Jahres, in Europa raus. Von Marvelous? Ja, von Marvelous hergestellt und in Europa von Nintendo vertrieben. Oh Gott, ich werde dieses Spiel jetzt anspielen erstmal. Das reguläre Let's Play erfolgt dann am 30. Ich weiß gerade gar nicht, wann der offizielle Release nun ist. Ich glaube, am 30. Dezember wird dann natürlich täglich Story of Seasons auf meinem Kanal hochgeladen. Und hier erstmal nur vorab möchte ich reinschauen und mir alles einmal kurz anschauen. Ihr könnt exklusiv dabei sein. Ich bin schon so aufgeregt. Ich freue mich schon so riesig auf dieses Let's Play. Und ja, ich liebe einfach Nintendo dafür, dass sie solche geilen Spiele rausbringen und es ist einfach so toll und ich kann es kaum erwarten. Und ja, wie man es schon vielleicht bereits mitbekommen hat, Harvest Moon heißt jetzt Story of Seasons, da gab es irgendwelche rechtlichen Probleme. Weiterhin gibt es auch eine Harvest Moon-Reihe, welches aber nicht mal das originale ursprüngliche Harvest Moon ist, aber trotzdem noch Spiele mit diesem Prinzip vertreiben wird. Also ist jetzt quasi Story of Seasons das neue originale Harvest Moon. Also wundert euch da nicht. Story of Seasons ist Harvest Moon und Harvest Moon ist Story of Seasons. Nein, das stimmt nicht so ganz. Egal. Wir fangen am besten einfach an. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin total aufgeregt. Wie als ob das hier mein allererstes Let's Play wäre. Ich hoffe, es kommt bei euch auch so gut an wie das Harvest Moon, das verlorene Tal, wovon ich schon fast 200 Folgen hochgeladen habe. Und ich hoffe, es werden hier bestimmt, hoffentlich, ja auch noch 200 Folgen oder noch mehr. Mal sehen, wie es bei euch ankommt. Oh Gott, ich fange am besten einfach mal an und berühre den Touchscreen. Oh, neues Spiel. Und es sind sogar die Original-Sounds. Ich liebe es gerade so. Okay, bitte wähle einen Schwierigkeitsgrad. Oh mein Gott, es gibt zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das ist neu. Und oh, diese Grafik, ich bin so verliebt. Leute, dieses Spiel wird so geil. Für Genießer, entspannten Farmley. Okay, Originalschwierigkeitsgrad für erfahrene Farmer. Ich mach mal den Originalen, den echten. Ich meine, ich bin ja schon sehr Harvest Moon erfahren. Ich spiele das jetzt zwar total blind, ich habe noch nichts vorher angeguckt, aber ich denke, ich schaffe das und es wird richtig, richtig gut. Wähle ein Geschlecht aus. Bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Ich gucke noch mal kurz nach. Nein, ich bin natürlich ein Mädchen. Yay! Oh mein Gott, ich bin gerade so geflasht. Und oh mein Gott, wir können sogar uns... Oh mein Gott, wir können unser Aussehen ändern. Avatar-Einstellungen. Wähle mit dem Steuerkreuz die gewünschten Optionen aus. Okay, wir können unser Aussehen verändern. Hautfarbe. Pfirsich, Schnee, Olive oder Kaffee? Okay, ich überlege gerade, ob ich Schnee oder Pfirsich nehme. Pfirsich ist auch sehr hell, aber ich habe auch im echten Leben sehr, sehr, sehr helle Haut. Ich mache erstmal Schnee. Ich hoffe, ich kann es später noch ändern. Wir gucken erstmal. Gesicht, natürlich. Oh mein Gott, cool. Babyface, oh mein Gott. Strahlend. Nee, das gefällt mir jetzt nicht so. Lächeln, ruhig und gelassen. Krieg. Hundeblick. Oh Gott. Natürlichkeit 2. Oh Gott. Natürlichkeit 2 gefällt mir sehr gut. Ich glaube sogar besser als Natürlichkeit 1. Was haben wir noch so cool? Hat man noch? Ich glaube... Oder nehme ich Babyface? Ich bin gerade entschieden. Nein, ich glaube, ich nehme Natürlichkeit 2. Das gefällt mir sehr gut. Haarfarbe. Oh, was kann ich noch alles ändern? Okay, ja, noch die Augenfarbe. Okay, Haarfarbe. Blassblond, Schokobraun, Pechschwarz, Perlgrau, Goldgelb. Sieht schon mal sehr gut aus. Nee, das ist zu dunkel. Oh, das würde ich am liebsten nehmen. Mal gucken. Ja, Limongrün, Apfel. Oh mein Gott, das sind wirklich viele Farben, ne? Haben sie vielleicht noch ein anderes, natürlicheres Orange? Oh mein Gott, die haben total viele Farben. Lavendel. Nein, das war... Okay, dann nehme ich natürlich dann das Karottenorange. Oh mein Gott, es ist... Ich liebe es gerade so. Okay, Augenfarbe können wir auch noch ändern. Da würde ich gerne einen Blau nehmen. Dann stellt sich aber... Also ich tue mich jedenfalls immer nachstellen. Warte mal, ich überspringe gerade die Hälfte, weil ich ganz aufgeregt bin. Okay, oh Gott. Ich meine gerade nur Mist. Nein, Pink nicht. Babyblau. Ja, gibt
Hauptsache ein bisschen blauer. Kobalt, das sieht schon mal gut aus. Himmelblau nicht. Ich glaube, ich nehme Kobalt und nehme Stochhimmel. Oh Gott. Ich glaube, Kobalt gefällt mir ein bisschen besser. Gibt es noch irgendwas Bläuliches? Nein. Okay, dann gucke ich schon mal ganz kurz bei der Hautfarbe. Vielleicht nehme ich doch Pfirsich. Ich meine, ich bin Peachy Pie. Da würde doch Pfirsich gut passen. Boah, es ist schwer. Ich glaube, ich gucke mal auf meinem DS, wie es da so aussieht. Ach, ich glaube, ich bleibe einfach mal bei Schnee. Ich habe wirklich sehr helle Haut. So. Das war's, ne? X ist weiter. Oh, ich kann mich sogar drehen. Oh, wow. Wow, okay. Wir machen einfach mal weiter. Wann hast du Geburtstag? Okay. Ich sehe, es ist quasi die klassische Harvest Moon-Unterteilung in Frühling, Sommer, Herbst und Winter mit jeweils 31 Tagen. Das ist neu, sonst hat es immer nur 30. Wow, jetzt haben die Monate immer 31. Warum auch immer, aber gut. Gut, ich habe wie immer am 11. Sommer Geburtstag. Ist Sommer der 11. korrekt? Na klar. Und wie heiße ich? Es ist sogar ein vorgegebener Name schon dabei. Oh, man hat 1, 2, 3, 4, man hat nur 6 Zeichen zur Verfügung. Aber da reicht bei uns ja locker. Uns würden sogar 4 Zeichen reichen. Denn ich bin natürlich die Yumi. Ich überlege, ob ich mich mit Strich mache. Yumi. Komm, es geht, also machen wir es. Komm. Und sehr schön. Das Zeichen E ist nicht verwendet. Ach, schade. Na gut. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe eh überlegt, ob ich es nehme oder nicht. Nehmen wir es einfach so. Ist Yumi korrekt? Natürlich. Ah, möchtest du das Spiel mit diesem... Oh Gott. Leute, Leute. Oh, ich freue mich gerade so dermaßen. Ja, ja, wir fangen an. Okay. Meine erste Farm. Und vermutlich auch meine einzige, oder? Ich weiß nicht. Eines kühlen Wintertages, als du durch die Post blätterst, fiel dein Blick auf ein einfach gestaltetes Flugblatt. Okay. Neue Farmer gesucht. Komm zu uns und helfe, Eichbaumhausen aufzubauen, in denen du das Land bearbeitest. Wäre es nicht spannend, Farmerin zu werden, das Stadtleben hinter sich zu lassen und vom Land zu leben, im Einklang mit der Natur? Mit Visionen von grünen Landschaften und freundlichen Tieren in deinem Kopf. In deinem Kopf? Okay. Fülltest du das Formular aus und bewarbst dich. Mit deinem Kopf? In deinem Kopf? In deinem Kopf. Oh Gott. Vor einer Woche kam die Antwort. Du wurdest angenommen. Nun erwartet dich ein neues Leben auf dem Land. Ich bin so unglaublich. Oh. Bin ich das? Nein. Wer ist das? Das bin ich nicht. Ich habe, glaube ich, andere Haare. Sieht ein bisschen aus wie Anna von Arendelle, von der Eiskönigin. Oh, okay, doch nicht. Aber von hinten die Frisur. Okay, tritt ein, bitte. Auf jeden Fall sehr schön ausgearbeitete Illustrationen. Ich bin schon mal sehr begeistert. Ah, da bin ich. Oh, du musst die neue Bewerberin für die Stelle als Farmerin sein. Yume, oder? Ja. Ah, oh, sie kann auch lächeln. Willkommen in Eichbaumhausen. Wir sind so froh, dass du dich entschieden hast, herzukommen. Ich bin Veronika, die Leiterin der Gilde. Schön, dich zu treffen. Oh. Ja? Wir verbeugen uns. Hört dazu. Die Gilde verwaltet die täglichen Geschäfte von Eichbaumhausen. Wir sind für zahlreiche Aufgaben zuständig, zum Beispiel für die Durchführung von Veranstaltungen und die Erstellung von Stellenanzeigen. Wenn sie so schaut, guckt sie schon ein bisschen grimmig, ne? Okay, es ist also unsere Aufgabe, dich als neue Farmerin in der Stadt zu begrüßen. Oh, jetzt guckt sie besorgt. Ich mag die Illustration total. Auf jeden Fall sehr hochwertig. Also auf mich wirkt sie jedenfalls hochwertig. Okay, wir haben viele Bewerbungen bekommen. Aber wir hatten natürlich nur die offene Stelle. Wir haben uns bei dir zurückgemeldet. Oh, schön. Da hatten wir ja wirklich Glück. Weil wir deine Ehrlichkeit und Leidenschaft spüren konnten. Schlussendlich haben wir uns für dich entschieden. Ich weiß, dass du von Welt her... Was? Von Welt her gekommen bist, um dein neues Leben als Farmerin zu beginnen. Ach, von weit. Ich habe Welt gelesen. Ich kann nicht richtig lesen. Wir merken schon. Doch leider sind wir immer noch damit beschäftigt, deine Farm herzurichten. Daher werde ich dich zur Ausbildung bei einer anderen Farmerin wohnen lassen, bis deine Farm für dich bereit ist.
Oh, okay. Vielleicht ist das so Tutorial-mäßig. Wir werden sehen. Keine Sorge. Sie ist die netteste und zuvorkommendste alte Dame, die man sich nur vorstellen kann. Irgendwelche Fragen? Nicht? Also gut, dann erlaube mir, dich nun zu ihrer Farm zu begleiten. Alles klar. Und grafisch ist es natürlich auch sehr schön. Also mir gefällt es wirklich. Ich habe zwar noch nicht viel gesehen, aber jetzt von den Charakteren finde ich es schon mal nicht schlecht. Um zu deiner Farm zu gelangen, musst du drei Gebiete bergaufwärts passieren. Sie liegt etwas abseits, aber es ist wirklich ein sehr angenehmer Ort. Wollen wir? Na gut. Aha. Ist das nicht eine nette Stadt? Sie mag etwas klein sein, aber dadurch wirkt sie umso charmanter, finde ich. Der Reichtum, den wir genießen können, beruht auf der harten Arbeit und der tollen Einstellung der Leute. Okay, hoffentlich können wir bald noch ein paar andere kennenlernen und ich bin natürlich auch schon sehr gespannt auf die Heiratskandidaten. Wir können bestimmt auch wieder heiraten, also ich gehe davon aus. Wie gesagt, ich will mich nicht spoilern, ich gehe wirklich unvoreingenommen ran. Okay, schauen wir. Als Leiterin der Gilde bin ich sehr stolz auf unsere Stadt und auf jeden, der hier zu Hause ist. Ich hoffe, dass du sie eines Tages so lieb wie ich gewinnst, Yume. Bestimmt, ich habe sie jetzt schon sehr gern. Oho, ich bin froh, dass du das sagst. Also gut, lass uns hoch in die Berge gehen. Boah, ich bin so aufgeregt gerade. Wie ein kleines Mädchen. Es ist unglaublich. Oh, Harvest Moon, du bist so toll. Also, Story of Seasons heißt ja jetzt. Oh, ich kann es mir nicht merken. Einige Leute leben in der Stadt. Aber sobald du einen Fuß aufs Land setzt, wirst du dich von üppigen Wäldern und Flüssen umringend finden. Ich habe gerade umbringen gelesen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Die Fülle der Natur um uns herum gehört zu den schönsten Dingen hier. Macht es dir etwas aus, wenn wir einen kleinen Umweg machen? Nein, zeig es mir! Der erinnert mich gerade so ein bisschen an Rune Factory für die Wii. Das sieht auch so ähnlich aus. Na gut. Ist das nicht ein toller Fluss? Dieses klare Wasser und der satte Boden ernähren die Pflanzen, die unsere Farm die unsere Farmer anbauen. Oh, ja. Gibt es mehrere Farmer hier? Sonst ist es ja immer üblich, dass wir der Einzige sind. Mal abgesehen vom Farmleben, ist es nicht entspannend, hier zu sitzen und dem stillen Fluss des Wassers zuzuhören? Na gut, lass uns zur Farm weitergehen. Ja, und weiter geht's. Oh, schönes, weites Grün. Ist mir nur etwas der Zyananteil zu hoch? Schon fast ein Atomgrün. Aber naja, soll ja auch satt sein. Ist ja auch ein Kinderspiel. Hier entlang, Yumi. Gott, sie läuft ganz schön voraus, ne? Oh. Scheint aber etwas groß, die Welt zu sein, hä? Alles in Ordnung? Wobei, wir gehen doch gerade einen Umweg. Diese Hügel sind stellenweise etwas steil. Der Aufstieg kann dich erschöpfen, falls du sowas nicht gewohnt bist. Warum verschlaufen wir nicht ein bisschen? Oh, hoffentlich geht da nicht unsere Energie im Spiel dann weg, wenn wir da hochgehen. Ich weiß es nicht. Hm? Die Luft schmeckt süß? Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auf Leute, die ihr Leben in der Stadt verbracht haben, so wirkt. Die Schönheit der Natur ist der größte Schatz unserer Stadt. Und das sollte auch so bleiben. Sollen wir weitergehen? Wir haben immer noch ein kleines Stück vor uns. Na komm, weiter. Oh, ich schmeiße gerade vor Glück meinen 3DS-Stift durch die Gegend. So, ich glaube, wir sind da. Nun gut, Yume. Oh, ich höre schon die Kühe. Ich würde mich jetzt im echten Leben total schon freuen, wenn ich das schon höre. Nun gut, Yume. Hier wirst du alles lernen, was nötig ist, um eine Farmerin zu werden. Okay, es sieht sehr klein und beschaulich aus. Oh, und sie haben schon eine Kuh. Und sowas wie ein Gehege? Ein Außengehege? Ach Gottchen. Hallo, Madame Veronika. Huch. Ach, da kommt sie. Und wen hast du denn da mitgebracht? Das ist die neue Farmerin, über die wir letzte Woche geredet haben. Oha! Und auch noch so eine muntere junge Dame. Wie sie gerade mit den Augenbrauen gewippt hat. Oh mein Gott.
Junge, erlaube mir, dich vorzustellen. Dies ist Madame Ida. Sie betreibt diese Farm seit vielen Jahren und du wirst enorm von ihrer Anleitung und Erfahrung profitieren. Die Milch ihrer Farm hat ihr auf mehr als 100 Landmessen den ersten Platz eingebracht. Oh, hallo. Ach Gottchen. Oh, mit Schmeicheleien kommt man immer ans Ziel. Jumme, oder? Freut mich, dich zu treffen. Oh, Ida. Also gut, Jumme. Madame Ida wird dich in die Feinheiten des Ackerbaus, der Tierhaltung und aller anderen Aufgaben einer Farmerin einweisen. Aber nur, bis deine Farm bereit ist. Das sollte etwa in einer Woche sein. Oh, also, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen Tutorial-mäßig hier. Mal sehen, wie wir uns schlagen werden. Bis dahin hat Madame Ida großzügigerweise angeboten, dich als Gast in ihr Haus aufzunehmen. Schön, dich hier zu haben, Yumi. Ha. Nun muss ich mich leider um andere Aufgaben kümmern. Darf ich dir alles weitere überlassen, Madame Ida? Natürlich. Yumi, Madame Ida ist seit Jahrzehnten Farmerin. Mach dir also all ihr Wissen zunutze. Ja, machen wir. Keine Sorge. Falls du anderweitig Hilfe oder Unterstützung beim Einleben brauchst, kannst du gerne zur Gilde kommen. Entschuldige mich nun bitte. Schlaf mal weg. Ich spiele bestimmt noch Golf den ganzen Tag. Jetzt hat sie wieder mit den Augenbrauen gewippt. Ah, jetzt schon wieder. Ach, das ist süß. Nun dann, was für eine Gastgeberin wäre ich denn, wenn ich dich hier draußen in der Kälte stehen ließe? Könntest du hereinkommen? Natürlich. Huhuhu, herein. Und die Musik ist auch schön. Das hier erinnert mich aber wieder ein bisschen an das verlorene Tal. So von der Einrichtung her jedenfalls. Das ist mein Haus. Und auch wenn es nur für ein paar Tage ist, fühle dich wie zu Hause. Natürlich. Hm? Was ist? Hm? Ich sehe glücklich aus? Ach, aber natürlich. Seit mein Enkel zurück in die Stadt gezogen ist, lebe ich in diesem alten Haus ganz alleine. Oh nein. Mit dir hier ist es fast so, als ob er zu Besuch reingekommen wäre. Ich freue mich über die Gesellschaft. Oh. Ich sehe mit den Augenbrauen wippt. Ich komme da vorne nicht drauf klar. Oh, du musst von der Anreise erschöpft sein. Lass uns bis morgen warten, bis wir mit der Arbeit beginnen. Lass mich dir dein Zimmer zeigen. Hier entlang, meine Liebe. Okay. Und da ist unser... Wow, wo schläft sie? Dies wird dein Zimmer sein. Lass mich schon erklären, was du mit all den Möbeln, die du hier siehst, tun kannst. Zuerst kommt eine Werkzeugkiste. Du kannst hier drin Werkzeuge wie Hacken und Sicheln ablegen. Stelle dich daneben und drücke den A-Knopf, um sie zu benutzen. Du kannst natürlich Dinge in deiner Tasche lassen, aber falls du sie gerade nicht benötigst oder nur etwas Platz brauchst, verstaust sie hier einfach und so. Und was ist es? Kommt in der Lego-Kiste. Ja, du kannst Gegenstände, Insekten und andere Sammlerstücke. Man kann Insekten sammeln. Yeah! Hier ist lagern. Du benutzt sie genauso wie die Werkzeugkiste. Stell dich daneben und drücke den A-Knopf. Was auch immer das bedeutet, ich weiß es nicht. Ich muss es einfach sagen. Ich will eine Videospielfigur. Und nun kommen wir zum Bücherregal. Hier kannst du alle Informationen nachlesen, die du für die Farmarbeit benötigst. Und genau wie bei der Werkzeugkiste und Lagerkiste, stell dich daneben und drücke den A-Knopf. Was auch immer das bedeutet. Ich will benutzen. Diese Augenbrauen. Um es zu benutzen. Die Leute in dieser Stadt geben gerne Lehrbücher weiter. Also lese regelmäßig und frische dein Wissen auf. Okay. Oh, was ist jetzt? Meine Güte, wie spät es schon ist. Du musst erschöpft sein. Und ich quatsche dich hier die Ohren voll. Nur zu und schlafe in diesem Bett hier. Stell dich einfach daneben und drücke wieder den A-Knopf. So viele A-Knöpfe hier. Ach, um schlafen zu gehen. Ach, ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Also warte nicht auf mich. Oh, und noch etwas. Was hältst du davon, ein Tagebuch über dein Leben zu führen? In dein Tagebuch zu schreiben, hilft dir, dich zu erinnern. Du kannst deine Fortschritte derzeit notieren. Und bevor ich gehe, ich muss kurz gehen.
Und bevor ich gehe, bekommst du ein kleines Taschengeld von mir. Kauf dir davon, was immer du brauchst. Gute Nacht. Also, okay, oh, ja, das ist unser Tagebuch. Oh, diese Illustration. Und hat das Huhn da Ballons an seinem Hintern kleben? Ich liebe dieses Spiel. Okay, das Tagebuch ist dafür da, um den Spielstand zu speichern, für die, die es nicht wissen. Und wir schreiben natürlich auch direkt ins Tagebuch. Tagebuch wird geschrieben. Bitte schalte das System nicht aus. Tagebucheintrag abgeschlossen. Yay. Dann noch einen schönen Tag. Eda. So, und können wir? Also sie hat gesagt, wir sollen direkt schlafen gehen, aber ich möchte mich trotzdem noch gerne umschauen. Dies ist mein Bücherregal. Hier kann ich nützliche Informationen ausschlagen. Wenn ich neue Erfahrungen mache, werden dem Regal neue Bücher hinzugefügt. Hinweis, sieh doch mal nach, was dazu in der Bedienungsanleitung steht. Insekten. Auf dem Weg um Feldern kannst du Insekten fangen. Du wirst dir nach Jahreszeit, Uhrzeit und Orte andere Insekten antreffen. Mal sehen, wie viele du findest. Wenn du Bienen fängst, kannst... Wow! Man kann Bienen fangen und dann Honig draus machen lassen. So, liebe Kinder, wenn ihr Hunger habt, esst ein paar Bienen. Nein, esst keine Bienen. Das ist nicht gut. Wilde Tiere. Diese Tiere sind weder Nutztiere noch Haustiere. Sie sind auf Wegen oder auf Feldern auf Feldern anzutreffen, so wie im Safari. Es gibt einen Safari-Park? Oh mein Gott, dieses Spiel ist so geil. Wenn du ihnen Futter gibst, werden sie dir gegenüber etwas freundlicher. Wenn du dich mit einem bestimmten Tier oder Land anfreundest? Was? Wenn du dich mit einem bestimmten Tier oder Land... Ich kann mich mit Land anfreunden? Oder? Warte mal, nochmal. Wenn du dich mit einem bestimmten Tier oder Land anfreundest... Wie soll ich mich... Soll ich mich jetzt von einem Quadratmeter Wiese stellen nur mit dem reden? Oder... Ich verstehe das gerade noch nicht so ganz, aber wir werden es noch rausfinden. Keine Sorge. Briefe und Nachrichten, die du erhältst, findest du in deinem Briefkasten. Läden und Händler verschicken in unregelmäßigen Abständen Benachrichtigungen, dass sie neue Waren im Angebot haben. Yeah! Oh Gott, ich freue mich gerade so. Ich bin gerade so voller Freude. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wenn du also ab und zu deinen Briefkasten kontrollierst, könntest du nützliche Informationen erhalten. Speichern und laden. Ja, okay. Wenn du das Buchsymbol berührst, was du wenn du Spielstand speichern, bedenke, dass zum Titel dich ohne dein Spiel. Ah, okay, das ist so gemein ist. Oh mein Gott, ich laufe übelst schnell. Guck das dir mal an. So. Voll toll. Haben wir schon irgendwas in der Werkzeugkiste? Dies ist meine Werkzeugkiste. Hier kann ich Sicheln hacken und andere Dinge. Ja, habe ich was drin? Herausnehmen? Habe ich schon irgendwas? Nein. Habe ich was schon im Inventar? Nein. Dann nichts. Habe ich dir schon was drin? Bestimmt auch nicht, ne? Da werde ich sicher nichts drin haben. Nein. So, na gut. Okay. Hier wohnt die alte Dame. Ach, das ist so liebevoll. Die ganzen Gewürze. Ah, ach so, und hier schläft sie. Ach, das ist ja niedlich. Ach, das ist ja süß. Der Tag heute war anstrengend. Okay, wir müssen schlafen gehen. Na gut, dann machen wir das mal. Dies ist das Bett. Der Tag ist beendet. Ja, komm. Sicher, Zeit schlafen zu gehen. Ich liebe diese Geräusche, das ist so Nostalgie pur. Hallo, was? Giorgio? Guten Abend, Madame Eda. Oh. Na sowas, hallo Giorgio. Schon wieder zurück von einer Reise? Oh, der ist ja voll handsome. Und diese Rosen, dieser Glitzer. Oh Gott. In der Tat, ich bin gerade erst heimgekehrt und dachte mir, ich schaue einmal vorbei, um Hallo zu sagen. Oh. Oh. Und mein Haar haben wir hier. Oh. Oh mein Gott. Das ist Yumi. Sie ist neue Farmerin, die gerade erst hergezogen ist. Ich werde dir demnächst all die Grundlagen beibringen, die man für die Farmarbeit braucht. Oh, ich verstehe. Ich bin Giorgio. Ich hoffe, man spricht mich auch so aus. Ich habe den Namen nämlich schon nie gelesen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass er Giorgio heißt. Ich habe eine kleine Farm, etwas nördlich der Stadt. Du bist Farmer? Du siehst gar nicht aus wie ein Farmer. Du siehst aus wie irgend so ein Modeheini. Du kennst mich bestimmt schon aus den Zeitschriften, nicht wahr? Ja, genau so siehst du auch aus. Nö. Was? Was nicht? Ah, mir scheint, mein Ruhm ist wie eine Knospe, die sich erst noch öffnen und der weiten Welt ihre wahre Schönheit zeigen muss. Oh.
Nun denn, ich schätze, ich muss einfach härter arbeiten, um sie zum Erblühen zu bringen. Was? Herr Ye, schon wieder habe ich meine guten Manieren vergessen und habe mich in meinen Gedanken verloren. Och, mein Name ist in Pharmakreisen nicht ganz unbekannt, musst du wissen. Ich stand sogar schon in der einen oder anderen Zeitschrift. Oh, das klingt aber interessant. Oh, bestimmt soll damit gezeigt werden, wie glamourös das Farmleben sein kann. Es ist aber nicht der Rede wert. Du bist selbst Farmerin, ja? Wenn du irgendwann mal Schwierigkeiten hast, besuche mich einfach. Meine Hilfsbereitschaft und Erfahrung könnte ganz... Was? Könnten ganz Lager... Was könnten ganz Lagerhallen füllen? Was ist das für ein Vergleich? Was? Okay. Mein Nachbar ist ein Pharmakollege namens Fritz. Ich lebe östlich von ihm. Nun denn, ich muss mich verabschieden. Schönen Abend noch. Abend? Aber bin ich nicht erst aufgewacht? Also, schönen Morgen noch? Also... Naja. Also die Charaktere finde ich bisher schon mal sehr interessant. Okay, das Training beginnt. Achso, da kam am Abend noch vorbei. Komm schon, Yume, steh auf, Kleines. Es ist morgen. Guten Morgen, Yume. Oh, meine Güte, siehst du aber müde aus. Was? Warst du so nervös, dass du nicht schlafen konntest, du Ärmste? Kein Wunder, das ist so schlimmer. Was? Ich habe Augenringe? Was? Naja, wir sind auf dem Land. Hier ist es ja egal, wie man aussieht. Außer man ist Georges. Oder wie ist er nochmal? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Aber ich werde ihn im Laufe des Let's Plays sicher merken. Was? Was du brauchst, ist ein ordentliches Frühstück. Was meinst du? Wollen wir erst einmal essen? Was? Siehst du die Herbst... Die Herzsymbole links am oberen Rand des Bildschirms? Sie stehen für deine Ausdauer. Wenn du arbeitest, werden sie weniger. Sei bloß vorsichtig. Ach ja, wenn du die Ausdauer ausgehst, fällst du in Ohnmacht. Das Gesicht ganz links steht für deine Gesundheit. Aha, auch wieder so typisch. Wir bei anderen haben es Mondteilen. Ein cooles, lächelndes Gesicht steht für gute Gesundheit, nehme ich mal an. Wenn du dich nicht wohlfühlst, geht dir die Ausdauer schnell aus. Aber keine Angst, du kannst Ausdauer und Gesundheit mit Essen wiederherstellen. Zumindest teilweise. Wenn du das noch einmal nachlesen willst, okay, sie erklärt mir nochmal allgemeine Sachen, aber ich als eingefleischter Harvest Moon-Kenner weiß das natürlich alles schon. Na dann, wollen wir unser Frühstück genießen, bevor es kalt wird. Findest du nicht hier entlang, Kleines? Natürlich. Ach, sie ist wirklich sehr nett. Wir sitzen jetzt hier rum und essen. Ohohoho. Ich habe für den Anlass extra eins meiner alten Eintopfrezepte ausgegraben. Es gibt einen Topf zum Frühstück. Wow. Es ist schon Jahre her, dass ich mir mit dem Kochen so viel Mühe gegeben habe. Ich hoffe, es schmeckt dir. Greif schnell zu, bevor es kalt wird. Ich finde jetzt einen Topf zum Frühstück ein bisschen übertrieben, aber warum nicht? Auch mal was anderes. Oh, und meine Energie füllt sich auf. Sehr schön. Was sagst du da, Kleines? Hat es dir geschmeckt? Ja. Ich kann nicht klagen. Gut, gut. Freut mich, dass du es genossen hast. Na gut, dann wollen wir aber fleißig mit der Ausbildung weitermachen. Wir haben noch gar nicht angefangen, meine Liebe. Lass uns... Huch! Ausdauer... Ich jetzt mit Gesundheit. Ich kann nicht mal richtig reden. Es ist unglaublich. Okay, wir fangen an. Ja? Klar, ich blühe. Zuerst üben wir mal, wie man Materialien und andere Dinge aufsammelt, die manchmal auf dem Boden herumliegen. In den Bergen findet man ab und zu Felsen oder Stöcke, manchmal sogar Nüsse oder Beeren. Einfach so auf dem Boden. Die habe ich vorhin gelegt. Naja, egal. Okay, wenn du welche siehst, heb sie ruhig auf. Üb das schon mal und sammle ein paar Items auf, die hier auf meiner Farm herumliegen. Wenn du A-Knopf... Okay, mit A-Knopf können wir das aufheben und wieder auf... um es wieder rauszuholen, öffne die Tasche, indem du X drückst. Okay, das müssten wir hinkriegen. Okay, ich soll 5 Kiesel und 5 Zweige sammeln. Okay, das ist so ein bisschen Tutorial-mäßig für die, die noch nie Harvest Moon bzw. Story of Seasons gespielt haben. Und auch wie süß, da steht sogar Schulung. Und ich finde es auch schön, wie schnell wir laufen.
Liebe Güte, wo bist du hin? Sei nicht so hastig und such weiter nach den Items, die du aufsammeln sollst. Okay, okay, okay. Du bist doch bestimmt ein Kiesel. Yeah, Kiesel gesammelt. Kann man hier angeln? Was bist du? Ach, du bist doch bestimmt ein Stock, ne? Ja. Kann man auch hier lang? Nein. Ach, das ist so lustig. Ach, noch ein Kiesel. Okay, das ist wirklich erstmal so anfangen. Wobei ich finde, dass wir das auch überspringen können. Ich meine, ich habe auch angegeben, dass ich es etwas schwieriger will. Naja, da könnte man das ja vielleicht abkürzen oder so. Aber ich weiß ja nicht, wie es aussieht, wenn man Anfänger angibt. Vielleicht sieht es ja noch leichter aus. Mal gucken. Auf jeden Fall finde ich das schon mal sehr schön grafisch. Und du liebe Güte, wo bist du hin? Ja, ist gut. Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr begeistert von dem Spiel. So, wie viel haben wir schon? Guck mal gleich mal. Zweige und Kiesel, jeweils 4. Okay, jetzt haben wir 3 Kiesel und brauchen nur noch einen Zweig. Oh, jetzt haben wir noch mehr Kiesel. So, das müsste reichen. Gut gemacht, Kleines. Hier, du hast gute Arbeit geleistet. Nimm das hier als kleine Erfrischung. Oh. Das sieht aus wie Bier. Nein, Orangensaft. Okay. Ich mag auch kein Bier. Kinder trinken kein Bier. Ich schätze, du weißt jetzt, wie man Sachen aufhebt, was? Du kannst alles Mögliche auf dem Boden finden und aufheben, was du willst. Ich werde dir ein Buch darüber geben. Okay, bekommen wir wieder Informationen dazu, falls wir sie brauchen. Ich werde mir das offscreen am besten mal angucken und werde euch informieren, falls es etwas Wissenswertes dazu gibt. Wir müssen das ja alles nicht onscreen uns anschauen. So, wenn du willst, kannst du jetzt Items, die du aufhebst, auf dem Marktplatz verkaufen. Aber darüber werde ich dir morgen mehr beibringen. Okay, also gehe ich mit dir schlafen? Ich denke, für heute reicht es. Du bist bestimmt ganz erschöpft von all dem Herumrennen auf der Farm. Warum nimmst du dir nicht den Rest des Tages frei und erkundest die Stadt? Hey Oma, brauchst du bei irgendwas Hilfe? Hm? Ah, wer bist du denn? Das ist bestimmt ein Heiratskandidat. Das sieht jedenfalls so aus. Oh, hat aber ein niedliches Bild. Hm, wer ist das denn? Das ist Yumi, die neue Farmerin, die gestern angekommen ist. Ich bringe gerade ein paar Feinheiten der Farmarbeit bei. Ach so? Grüß dich, ich bin Fritz, ein Farmer, so wie du. Nett, dich kennenzulernen. Es gibt wirklich viele Farmer hier. Das ist wirklich unüblich für Harvest Moon bzw. Story of Seasons Teile. Finde ich aber irgendwie gut, so ein bisschen in Gesellschaft zu sein. Ich wollte nur fragen, ob du bei irgendwas meine Hilfe brauchst, Oma. Yumi geht mir schon zur Hand. Also bin ich für heute versorgt. Trotzdem danke, dass du vorbeigeschaut hast. Fein, alles klar. Hm. Oh, bevor ich vergesse, ich wollte euch beide noch um etwas bitten. Klar, was auch immer du willst, Oma. Oh, wunderbar. Da ihr ungefähr gleich alt seid, würde ich es richtig toll finden, wenn ihr Freunde werdet. Sie will uns zwingen, Freunde zu werden? Also nicht zwingen, aber bitten? Na gut. Ach so? Ja, kein Problem. Dein Name war Yumi, richtig? Also gut, Yumi. Ab heute sind wir die besten Freunde. Das ging schnell. Wir werden uns bestimmt prima verstehen. Hey, wie wär's? Willst du mit zum Fluss kommen? Okay, warum nicht? Es wird langsam warm draußen und eine Runde im Fluss baden fühlt sich da echt klasse an. Komm mit, der Fluss ist ganz in der Nähe. Ich gehe schon mal vor. Lass mich nicht warten, ja? Okay, alles klar, Fritz. So ein lebhafter kleiner Schlingel, dieser Fritz. Aber er hat das Herz am rechten Fleck. Ich hoffe, ihr kommt gut miteinander aus. Ich halte hier die Stellung. Also geh nur und amüsiere dich eine Weile mit Fritz. Alles klärchen, Oma. Aber vergiss nicht, der Morgen kommt früher, als du denkst. Also bleib nicht so lange weg. Ja, natürlich. Jetzt muss ich mal ganz kurz noch einen Schluck trinken in der Aufnahme. Ich bin mal so frei. Tut mir leid. Da bist du ja, Yumi. Was hat dich aufgehalten? Komm schon, ab ins Wasser. Ach so, der Fluss. Das ist ja wirklich gleich in der Nähe. Wie jetzt? Was? Du hast noch nie in einem Fluss geschwommen? Oh, das ist irgendwie voll süß. Alles klar, ich bring's dir bei. Mach genau das, was ich sage, ja?
Wenn du einen Steg wie diesen hier siehst, kannst du dich darauf stellen und den B-Knopf drücken, um reinzuspringen. Wenn du im Wasser bist, benutze das Schiebepad, um in verschiedene Richtungen zu schwimmen. Drück den A-Knopf und dann kannst du tauchen. Wenn du da unten irgendetwas findest, wirst du es einsammeln. Wenn du genug geschwommen hast und wieder aufs Trockene willst, schwimm einfach zum Steg und drücke den B-Knopf. Probier's mal aus. Das ist ja cool, wir können schwimmen und Sachen tauchen. Oh, wir haben noch unsere normalen Klamotten an. Huch, ich hab einen Stein gesammelt. Okay, ich sammle auch gerne Steine im Fluss. Okay. Was? Nur ein alter Stein? Schätze, Moment, man muss einfach Glück haben. Manchmal kann man echt tolles Zeug an Land ziehen. Oh, ich sollte dich wohl daran erinnern, dass Tauchen Ausdauer verbraucht. Also, pass auf, dass du es nicht übertreibst. Na gut. Und? Bob. Das war's mit deinem Schwimmunterricht. Fühlt es sich schon toll an, schwimmen zu können? Falls du nochmal nachlesen willst. Achso, jetzt erklärt er das nochmal, dass wir nochmal im Bücherregal alles nachschauen können. Aber jetzt reicht's erstmal mit dem Lernen. Zeit für ein bisschen Spaß. Los, springen wir rein. Alles klar. Du hast dich stundenlang mit Fritz zusammen im Fluss amüsiert. Das kühle Wasser hat sich an diesem warmen Tag hervorragend angefühlt. Hinweis! In echten Flüssen zu baden kann gefährlich... Achso, das ist noch ein... Also, liebe Kinder, schwimmt nicht in echten Flüssen. Das ist aber auch gut, dass es nochmal schreiben. Weil auch gerade bei uns in Leipzig gibt es auch ein paar wirklich reißende Flüsse, wo man nicht einfach so reingehen sollte, weil man schnell weggetrieben wird. Aber ich finde es gut, dass sie das nochmal hinschreiben. Oh Mann, hat das denn Spaß gemacht? Eine Sache noch. Wirf niemals Müll in den Fluss. Damit machst du nur alle wütend auf dich. Also dann, wir sollten das irgendwann mal auf jeden Fall wieder machen. Wie wär's? Schau doch mal auf bei meiner Farm vorbei. Sie ist gleich hier am Fluss des Berges. Du kannst vorbeikommen, wann immer du willst. Man sieht sich. Okay, bye Fritz. Okay, Fritz ist mir schon mal sehr sympathisch. Ich mag ihn sehr. Ja, ja. Hast du viel Spaß beim Schwimmen gehabt, Kleines? Ja, würde ich schon sagen. Das hört man gerne. Du musst ja ganz geschafft sein. Warum legst du dich nicht schlafen? Hier hast du etwas Taschengeld und vergiss nicht, in dein Tagebuch zu schreiben, bevor du schlafen gehst. Gute Nacht, Kleines. 500 G erhalten. Sehr schön. Okay, und wir speichern ein weiteres Mal. Tagebuch wird geschrieben. Bitte schalte das System nicht aus. Tagebucheintrag abgeschlossen. Yay! So, Training Tag 2. Kann ich? Der Tag heute war anstrengend. Okay, wir müssen wieder ins Bett. Und schlafen. Natürlich. Hihi. Na los, Yumi, aufstehen, Kleines. Die Sonne lacht. Guten Morgen, Yumi. Aha, ja. Du meintest doch, in der ersten Nacht hier hättest du gar nicht so gut geschlafen. War das letzte Nacht... Oh Gott, ich kann nicht mal reden, das ist unglaublich. War das letzte Nacht besser? Ja, besser. Ja, ich glaube, es war wirklich besser. Sie gestikuliert jedenfalls so, als ob es so wäre. Wunderbar! Freut mich zu hören. Ich glaube, heute bringe ich dir ein bisschen... Über das Handeln bei. Bringe ich... Was? Ich glaube, heute bringe ich dir ein bisschen über das Handeln bei. Das ist ein sehr merkwürdiger Satz, aber na gut. Wir wissen, was sie meint. Am Stadtrand gibt es einen Marktplatz. Gehen wir doch mal dorthin. Natürlich, gerne doch. Na, 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 na. Und die Musik ist auch sehr schön. Ich bin wirklich begeistert. Das hier ist der Marktplatz. Händler werden hierher kommen, um Waren zu kaufen und zu verkaufen. Es scheint aber keiner hier zu sein. Aber wenn welche da sind, kann es hier ziemlich lebhaft zugehen. Gehen wir. Ich frage mich, ob da hier auch manchmal auch so in Anführungszeichen No-Name-Charakter herumrennen oder ob wir auch wirklich alle Namen haben und man auch zu allen eine richtige Beziehung aufbauen kann. Das ist ja von Harvest Moon Teil unterschiedlich. Beziehungsweise von Story to Seasons to Stormen to Season. To Story to Season. Story of Seasons Teil. Ich kann nicht mehr reden. Es ist so schlimm. Am besten ich beende bei der Aufnahme. Puh. Okay, ihr wisst, was ich meinte. Okay. Guten Morgen, Madame Ada. Yume.
Ich habe euch erwartet. Madame Veronika beaufsichtigt jede Art von Handel in der Stadt. Ich bin sicher, sie kann dir alles viel besser erklären als ich. Also habe ich sie um Hilfe gebeten. Wenn du fertig bist, warte ich hier auf dich. Natürlich, alles klar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Handelssystem hier funktioniert. Ja, Madame Eda bat mich, dich einzuweisen. Deshalb wirst du heute eine Einführung zum Thema Handel von mir erhalten. Das könnte etwas langatmig ausfallen. Habe bitte Geduld. Geduld. Oh mein Gott. Lass mich dir als erstes Näheres zu diesem Platz und seiner Bedeutung erzählen. Dies ist der Marktplatz. Händler aus fremden Ländern kommen hierher, um mit dieser Region Handel zu treiben. Ja, sie haben die verschiedensten Dinge zu verkaufen, von Pflanzensamen aus anderen Ländern bis hin zu exotischen Nutztieren. Oh, hoffentlich gibt's Alpakas. Wobei, der Speicherscreen verrät, es gibt Alpakas. Das Spiel ist so toll. Mit anderen Worten, hier findest du viele Items, die es sonst nirgendwo gibt. Okay, da kriegt man quasi besondere Items, die es nicht normal im Laden gibt. Ich vermute mal, dass es ja noch normale Läden daneben gibt und es ist wunderbar. Gleichzeitig können Farmer hier Geld verdienen, indem sie Lieferungen ihrer Pflanzen und Produkte an die Händler verkaufen. Auf diese Art helfen sie... Was? Achso, auf diese Art helfen die Stadt und die Händler sich gegenseitig dabei, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Okay. Diesen Austausch von Pflanzen und Produkten zwischen der Stadt und Ländern bezeichnet man als Handel. Danke für den Hinweis. Lass mich dir als nächstes genauer erklären, wie man Handel treibt. Ah, sehr gut. Unsere Händlerin kommen gerade an. Und unsere Händler. Das klingt, glaube ich, logischer. Oh. Oh mein Gott, ein Elefant. Wow. Wow. Okay. Wow, das ging schnell. Oh, das sieht wirklich sehr arabisch aus auch. Guten Morgen, Asche. Oder Asche. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde es lieber als Asche aussprechen, weil Asche klingt nicht sehr exotisch. Ah, Madame Veronika, guten Morgen. Danke, dass du dir heute an deinem freien Tag extra die Zeit genommen hast. Selbstverständlich. Dank dir läuft der Handel hier schließlich so problemlos. Ist das dein heutiger Lehrling? So ist es, wenn ich vorstellen darf. Das hier ist Yumi, die neue Farmerin, die vor kurzem hier eingezogen ist. Ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Yumi. Ich bin Ashe, die Händlerin aus Seidenland. Ja, klingt wirklich sehr orientalisch und ich nenne sie einfach Ashe, auch wenn da Asche steht. Ich freue mich schon darauf, das mit dir Geschäfte zu machen. Also dann, wenn du gestattest, werde ich dir erklären, wie du die Verkaufsstelle benutzt. Vermutlich darf Vorstellen nachdrücken. Wenn Händler in die Stadt kommen, werden sie hier auf dem Marktplatz Stände aufbauen. Okay, das ist der Tresen, alles klar. Wenn du gegenüber den Tresen stehst und A drückst, Händler haben an ihren Ständen manchmal seltene Items. Okay, ich darf Vorstellen A drücken. Und manchmal bekommt man eben auch seltene Items, die es so nicht gibt. Heute ist nur Asche hier, halt eben aus Demonstrationszwecken vermute ich mal. Wirst auch mehr besondere Items zum Kauf finden. Wenn du Zwecke seiner Farm andere Händler liefern willst, kannst du das auch diesen Städten erledigen. Okay, man kann quasi auch den Leuten seine eigenen Waren verkaufen quasi. Sehr schön. Bitte tu das. Je mehr du lieferst, desto mehr floriert der Handel zwischen unseren Städten. Okay, also wir können quasi die Wirtschaft ankurbeln, indem wir viel, ja, verkaufen und einkaufen. Eigentlich logisch. Und florierender Handel ist schließlich gut für alle Beteiligten. Ich bin heute nur kurz hier, aber morgen stehe ich den ganzen Tag für Geschäfte bereit. Komm doch vorbei, wenn du Interesse hast. Ich habe von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Wow, das ist wirklich sehr lang. 9 Stunden. Das ist, 9 Stunden, genau, 12 Stunden. Das ist wirklich sehr lang. Vielen Dank für deine Hilfe, Asche. Heute ist Asche ausnahmsweise hergekommen, um mir einen Gefallen zu tun. Aber normalerweise hat sie festgelegte Geschäftstage. Berücksichtige also, dass du an Tagen, an denen keine Händler in der Stadt sind, nichts von ihnen kaufen und nichts liefern kannst. Okay, also müssen wir das so lange dann zwischenlagern. Nun gut, Yumi, wenn du mir bitte zum Eingang folgen würdest. Wow, also das Tutorial-System, ich kann wirklich nicht richtig reden, ist hier wirklich sehr ausgefeilt und es wird wirklich auch alles sehr schön erklärt. Dies ist Jonas. Er ist Mitglied der Gilde und wurde von mir beauftragt, den Betrieb auf dem Markt zu beaufsichtigen. Ah,
Oh, auch eine sehr schöne Illustration. Hallo, Yume. Wenn du ihn danach fragst, wird Jonas dir alles darüber erzählen, was auf dem Markt vor sich geht. Sieh zum Beispiel einmal hierher. Ah, Seitenland? Okay. Empfohlen? Okay, man kann bei... Hä? Okay, ich lese am besten mal die Erklärung. Dies sind die Handelsinformationen. Auf dieser Tafel sind die Länder aufgelistet, die hier einen Stand haben. Und welche Waren sie zu einem höheren Kurs als üblich kaufen würden. Ach so, also kann ich an Seitenland sehr gut Fische und Werkzeuge verkaufen. Das ist wirklich extrem geil. Ich bin gerade richtig begeistert. Erlaube mir bitte, das näher zu erläutern. Der Name des Händlers soll seine Stadt am Marktplatz ausgegeben werden kann. Genau. Der Name der Stadt kann sind durch weiße Schrift. Okay. Wenn es weiß dasteht, sind sie gerade verfügbar. Okay. Sollte eine Stadt sind, werden den Namen in grau. Okay. Wenn der Name halt eben weiß ist, ist er gerade da. Und wenn er grau ist, ist er gerade nicht da, der Stand. Kommen wir nun zum begehrten Waren. Wenn Waren als begehrt ausgeführt sind, beherrschen die jeweils Länder eine große Nachfrage. Also das ist gut, sodass sie... Okay, ja. Wie schon bereits erwähnt, das kann man besser verkaufen dann. Die Angebote gelten immer für die gesamte Kategorie, wie zum Beispiel Zierpflanzen oder Gemüse. Okay. In jedem Land werden andere Waren begehrt sein, wenn du etwas hast, was du brauchst. Okay. Die Länder brauchen allerdings auch etwas Abwechslung, sodass sich die begehren Waren nach einiger Zeit... Okay, also kann sich das... ändern. Also kann manchmal an einem Tag das Land Fische mögen, am nächsten Tag will es Gemüse. Wenn die Zeitspanne, die angegeben wird, vorbei ist, wird der Preis für diese Ware sich wieder normalisieren. Genau. Und dann gibt es dann natürlich schon, also jetzt für diese Woche mag quasi das Seitenland Fisch sehr gerne. Von dem 9. bis zum 12. jetzt in dem Fall. Okay, das habe ich jetzt soweit verstanden. Du kannst jederzeit bei Jonas nachfragen. Okay, wir können uns jederzeit nochmal informieren, wie jetzt nochmal genau wo was begehrt ist. Sehr schön. Du kannst auch mehr auf der Tafel überprüfen. Hier ist aufgeführt, wann Händler Aktionsverkäufe haben. Frag ruhig bei mir nach, wenn nötig. Okay, das ist eigentlich doch recht simpel. Ja, halt immer gucken, wo man was am besten los wird und wie lange. Ich werde dir etwas Literatur zum Thema Handel zuschicken. Okay, da können wir im Bücherregal uns dann nochmal weiter belesen dazu, falls wir etwas vergessen haben. Beziehungsweise ich. Oh Gott, das ist wirklich viel, was wir gerade bekommen. 3 Bücher. Nun gut, wollen wir Madame Eda suchen? Ah, Yume, sehr gut, Kleines. Du weißt jetzt also etwas über den Handel? Besonders das Liefern ist sehr wichtig. Du wirst bald selbst Gelegenheit dazu haben. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Na dann, lass uns nach Hause gehen. Na gut. Wenn ich nun entschuldigen dürfte. Vielen Dank, Madame Maronika. Bis später. Gern geschehen, Madame Eda. Bitte kümmern Sie sich noch etwas länger um Yume und ihre Ausbildung. Solltest du irgendwelche Probleme haben, kannst du ruhig mich jederzeit ansprechen. In Ordnung, Yume? Natürlich, ja. Na dann, lass uns nach Hause gehen. Und schon sind wir wieder zu Hause. Ach, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch auf dieses Let's Play. Ah, Traudesheim. Ich war so lange nicht mehr auf dem Marktplatz, dass ich ganz geschafft bin. Du bist doch bestimmt auch erschöpft, oder, Kleines? Ja, ein bisschen. Ruh dich doch erstmal aus, damit du morgen für einen kompletten Arbeitstag bereit bist. Oh, ein kompletter Arbeitstag? Das ist dein Taschengeld für heute. Ich bin stolz auf dich. Oh, und vergiss nicht, in dein Tagebuch zu schreiben, bevor du schlafen gehst. Gute Nacht. Okay. Sehr schön, dann speichern wir mal wieder. Wie lange spielst du denn schon? Steht das da? Kann ich das irgendwie einsehen? Tagebuch. Oh, schon eine Dreiviertelstunde. Oh, da würde ich am liebsten jetzt mal die erste Folge beenden des Let's Plays, was auch so quasi die Einführungsfolge ist. Wir haben schon einiges gesehen und ich denke mal, wir werden dann, wenn das Spiel offiziell herausgekommen ist, ja, dann weiterspielen. Das kann auf jeden Fall jetzt noch eine Woche dauern.
ziemlich genau eine Woche. Also, ich denke mal, am 30. wird dann die nächste Folge kommen. Solange müsst ihr euch noch etwas gedulden. Ich freue mich jedenfalls, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug erwähnen, sehr auf dieses Let's Play. Ich werde bis dahin noch ein wenig The Lost Valley, also Harvest Moon, das verlorene Tal noch spielen, um die Zeit etwas zu überbrücken. Also könnt ihr da auch vorbeischauen. Oder ihr wartet einfach, bis das hier rauskommt. Und ja, wenn ihr das Spiel auch haben wollt, das wird es halt eben dann auch bei Mediamarkt, Saturn und so geben. Ich werde auch einen Amazon-Link in die Beschreibung packen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich kann nicht... Doch, oh mein Gott, ich kann springen. Oh mein Gott, bestes Spiel der Welt.